Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer bei Wunder heute. Bei mir zu Gast ist Samuel Schürenberg. Er hat am 15.04.07 hat er sich eine Sportverletzung beim Bundeswehrsport zugezogen, ein Innenbandriss und noch weitere Verletzungen, das wird er uns dann selber noch erzählen. Er ist wohnhaft hier in Augsburg, wo wir auch die Aufnahmen machen. Und jetzt zuerst einmal herzlich willkommen, Samuel. Du wirst uns jetzt am besten erzählen, was es genau für eine Verletzung war. Ja, es hat angefangen in der Früh. Also bei der Bundeswehr müssen wir immer ziemlich viel Sport treiben. Man muss ziemlich früh in der Nacht aufstehen und immer viel laufen und viel Sport, weil wir mussten einfach fit sein. Wir waren bei den Fallschirmjägern und da war eben das körperliche Fitness eben das A und O. Und wir wurden zu dem Morgen früh aus den Betten gejagt und einfach kalt laufen geschickt. Und dann nach den ersten paar Kilometern habe ich dann irgendwann gemerkt, dass irgendwas an meinem Knie, an der Knieinnenseite anfängt zu zwicken. Ja, das zwickt so ein bisschen. Ich mir dachte, ja, das ist nichts, einfach weiterlaufen, einfach hart sein, weiterlaufen. Und dann, wir sind in eine andere Ortschaft gelaufen und da habe ich dann irgendwann gemerkt, ja, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich habe Schmerzen, ich habe mich abholen lassen müssen. Und dann hat mich der Bundeswehrsanitäter ins Krankenhaus gefahren, wo sich dann die endgültige Diagnose ergeben hat, ja, das Innenband ist abgerissen, ein zusätzlicher Knorpelschaden unter der Kniescheibe hat sich noch dazu entwickelt und meine beiden Kreuzbänder im rechten Knie seien stark instabil gewesen. Dann dachte ich mir, ja toll. Und was hat es jetzt für Auswirkungen für mich? Das heißt, hieß jetzt letztendlich, dass ich mindestens 6 Wochen erstmal gar keinen Sport machen darf. Das hat für mich schon, da bin ich in so ein kleines depressives Loch reingefallen. Und dann 6 Wochen später, bin dann immer zur Nachkontrolle nach Ulm ins Bundeswehrkrankenhaus gekommen und ich musste immer so eine Schiene tragen, so eine richtige Schiene, die sich über das ganze Knie gezogen hat, beziehungsweise über das ganze Bein und mit Gehstützen musste ich auch noch laufen und weil ich eben so starke Schmerzen hatte. Und zur Nachkontrolle im Bundeswehrkrankenhaus in Ulm wurde dann nochmal ein MRT gemacht, also ein bildgebendes Verfahren, wo man ins Knie reinschauen kann und dann kam eben zusätzlich noch dazu, dass das Innenband abgerissen sei, es hat nach den 6 Wochen keinerlei Heilung da war. Der Knorpelschaden war immer noch da und das vordere Kreuzband im rechten Knie war zusätzlich noch komplett abgerissen. Da dachte ich mir, alles klar, super, 6 Wochen in dieser blöden Schiene und nichts ist vorangegangen. Und ich hatte echt starke Schmerzen und die Ärzte haben mir zu dem Zeitpunkt dann noch gesagt, ich dürfte mit meinem rechten Knie wahrscheinlich nie wieder Sport machen. Und das war ein Schock für dich, gell? Das war für mich der größte Schock meines Lebens, den ich bis jetzt überhaupt hatte, weil Sport ist A und O für mich. Und dann bin ich nach Hause gefahren, nach weiteren 6 Wochen und ich hatte Schmerzen, bin wieder mit diesen Gehstützen rumgelaufen und der Schiene immer noch, nach Physiotherapie und Krankengymnastik habe ich alles gemacht, aber es hat sich einfach nichts gebessert. Und operieren wollte ich es nicht lassen, weil es hat geheißen, dass es wieder auf natürlichem Wege verheilen kann. Da dachte ich mir, alles klar, dann verlasse ich mich jetzt mal da drauf und dann wird das schon irgendwie werden. 6 Wochen später bin ich wieder mit meinem Vater nach Ulm ins Krankenhaus gefahren und ich hatte Schmerzen, also ich bin in das Krankenhaus gehumpelt und wir wollten einfach noch eine Nachkontrolle machen. Und dann haben wir eben noch eine Nachkontrolle gemacht, eine Aufnahme. Da war dann das gleiche Problem wieder, ohne Veränderung. Also sprich, immer noch Knorpelschaden, immer noch Innenbandriss und immer noch Kreuzbandriss. Und ich dachte mir, alles klar, gut, jetzt lässt es operieren. Und dann war eben mein Vater dabei und hat gesagt, jetzt komm, jetzt beten wir einfach mal dafür. Und dann habe ich gesagt, ja, beten wir mal dafür, machen wir. Und dann, ich habe mir dabei nichts gedacht, habe auch an gar nichts gedacht, ja, das bringt jetzt was oder das bringt jetzt nichts. Und dann wurde eben nochmal eine Aufnahme gemacht. Und dann war ich bei einem anderen behandelten Arzt und hat der die Bilder in die Hand genommen und hat mich dann gefragt, ja, was haben Sie denn eigentlich? Und in dem Moment habe ich meine Knie angeschaut, bin aufgestanden und hatte keine Schmerzen mehr. Und die Bilder waren eben der bildgebende Beweis dafür, dass das Innenband geheilt war, kein Knorpelschaden und kein Kreuzbandriss hatte. Also beide Bänder waren intakt.
Ja, dann musste ich erstmal anfangen zu lachen. Dann habe ich die Krücken weggeschmissen, die Schiene ausgezogen und bin nach Hause gelaufen. Und das war ja jetzt effektiv so. Dein Vater, der auch selber Arzt ist, der hat gebetet für dich. Im Krankenhaus. Im Krankenhaus. Und du hast jetzt eins zu eins durftest du erfahren und wirklich sehen, dieses Gebet, das hat gewirkt. Das hat gewirkt. Also das kann man ja nicht wegdiskutieren. Es war vorher so und es war nachher so. Und du hast sofort gemerkt, deine Schmerzen sind weg. Jetzt, für mich ist es ein Wunder. Wie siehst du das? Na, für mich ist es auch ein Wunder. Vor allem ist es ja, ich habe ja noch den Beweis dafür. Es gibt ja Bilder von zwei Stunden vorher, wo es gerissen war, und vor zwei Stunden später, wo alles intakt war. Also von daher ist das ist ein Wunder. Und ich denke jetzt gerade auch für dich, du, wo gerne Sport machst, du hast auch die Postur. Ja. Ist richtig, ne? Basketball ist, denke ich, dein Sport. Basketball ist mein Sport. Ich bin aber noch einer von den Kleinen. Ja. Und ich denke, das ist natürlich schon, wenn man jetzt weiß, hey, ich kann wieder, ich bin total wiederhergestellt, ist doch fantastisch. Ja, ich hatte am Anfang schon meine Zweifel, dass ich jetzt wieder mein Knie wieder voll belasten kann, aber es ist auch schon über 2 Jahre her. Ich habe seitdem keine Probleme mehr gehabt und belaste mein Knie so stark, wie es nur geht, und hat keine Beschwerden, gar nichts mehr. Ja, und wir wollen wirklich, die Ehre wollen wir Jesus geben. Und liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das soll Sie auch ermutigen. Sie haben es gehört jetzt. Es kann sogar sein, dass man in diesem Moment selber vielleicht zweifelt, nicht dran glaubt, aber wenn man einen lieben Menschen zur Seite hat, der dann mit einsteht und da auch mitbetet und wirklich im Glauben dann auch betet, dass dieser Gott, von dem wir in der Bibel lesen, der sich nicht verändert, der sagt, Jesus Christus sagt, ich bin derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, also in alle Zeit, dass das wirklich die Wahrheit ist. Es soll Sie ermutigen, dass Sie mit Ihren Anliegen ganz konkret auch damit rechnen, dass Gott für Sie ein Wunder oder eben eine Heilung bewirken kann. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch bei Gelegenheit wieder mal bei uns vorbeischauen. Gott segne Sie.